Liebe. Servus Guido, schön, dass du hier wieder mal in Bayern bist. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Also, ich habe den Wahlkampf überstanden und ich freue mich jetzt auf meine neue Aufgabe. Am Dienstag werde ich eingeführt im Straßburg, da bin ich tatsächlich Mitglied im Europäischen Parlament und das Ganze ist für mich ein Traum und ich bin verdammt motiviert, ich habe Bock und ich will da was bewegen. Welche Gruppen sind jetzt alle mit dabei in eurer Fraktion des Europaparlaments? Genau, auf jeden Fall die Italiener, die Franzosen, die Österreicher, die Dänen, die Finnen. Also wir sind eine bunte Truppe. Wir finden uns da gerade zusammen und das macht einfach Spaß. Und wenn wir beim Thema Spaß sind, vielleicht mal ein bisschen was zu dieser Veranstaltung hier heute. Das ist ein Sommerfest und das ist wirklich ein Fest. Das macht dir Spaß. Ich weiß nicht, ob du das schon gefilmt hast. Wir haben da vorne ein Hüpfburg stehen für Kinder. Hier wurden so gut wie keine politischen Reden gehalten. Hier soll miteinander geredet werden. Also diese Veranstaltung steht unter dem Motto miteinander reden. Und das ist wichtig. Wir brauchen gute Laune in der AfD. Wir brauchen gute Stimmung. Und wir müssen zeigen, wir sind die Sympathischen. Bezüglich den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen, was meinst du, wo kommt die AfD am stärksten raus? In Brandenburg? Also die Verbände sind ja unglaublich stark aufgestellt. Wir haben da ein Potenzial, das hätten wir uns gar nicht erträumen können vor ein, zwei Jahren. Also wir werden wahrscheinlich wirklich die stärkste Kraft werden. Und auch wenn die Schwarzen so tun, als ob die nichts mit uns zu tun haben wollen, die sprechen schon teilweise mit uns. Also das wird noch ganz, ganz spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass im Osten einige Dämme brechen werden und dass die AfD damit langfristig sich ganz anders aufstellen kann. Anderes Thema, das Riso-Video, was ja 15 Millionen oder sonst wie viele geklickt worden ist. Was macht die, sage ich mal, nicht linke Bewegung auf YouTube noch falsch? Was könnten die noch besser machen, damit sie ähnliche Erfolge erzielen können? Also das Ganze war natürlich eine gesteuerte Kampagne. Das war eine Kampagne der Grünen, die sehr erfolgreich war, die wunderbar funktioniert hat. Eine Punktlandung war gewesen. Also, man kann wirklich nur sagen Respekt. Also man muss auch mal dem politischen Gegner Respekt zollen. Wenn die was gut gemacht haben, dann haben sie einfach gut gemacht. Nur letztendlich ist es ein Schauspiel gewesen. Und das kommt raus. Das sickert ja immer mehr durch. Und ob wir uns an solcher Schauspielerei beteiligen sollen, also ich halte echt und ehrlich immer für den richtigen Weg. Und wir sollten auch echt und ehrlich bleiben. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, der Nagel für den grünen Luftballon zu sein, oder? Ja, nur wir sollten jetzt auch nichts unbedingt nachahmen. Also wenn Leute Geld dafür kriegen, tough zu sein und coole Videos zu drehen, weiß ich nicht, sowas muss von einem selber rauskommen, sowas muss authentisch sein. Also wenn die AfD jetzt zum Beispiel eine Top-Werbeagentur bestellen würde, die ein Schweinegeld kostet, also für mich wäre das nicht echt. Das wäre unecht und wir müssten nicht jeden Scheiß mitmachen. Ja, ich meinte als Nagel, dass wir die grünen Lügen wunderbar zerstören könnten. Wie machen wir das am besten, dass wir die grünen Lügen zerstören können? Sehr inhaltlich packen. Und das inhaltlich packen, Fakten, Fakten, Fakten und das wird auf Dauer auch funktionieren. Denn dieser ganze Hype, der da gerade veranstaltet wird, ums Klima, was ja zu einer Art Ersatzreligion geworden ist, das wird nicht mehr lange funktionieren. Das bröckelt ja jetzt schon. Also es war eine geniale Kampagne, die gemacht wurde, die aber sich jetzt schon verläuft. Jetzt hat die Claudia Roth die Bundestagssitzung einfach weiterlaufen lassen. Was ist deine Stellungnahme da dazu, dass sie da den Hammelsprung nicht durchgeführt hat? Also die Frau ist einfach nur unfähig und unfair. Und für mich eine Zumutung. Also die gehört nicht auf dem Job, den die jetzt hat. Also die ist eine völlige Fehlbesetzung. Kann die nicht zählen oder will sie nicht zählen? Die will und kann nicht wahrscheinlich. Wie lange zittern die Deutschen noch dem Abgang unserer Kanzlerin entgegen? Ja, ich hoffe nicht mehr so lange. Also dieses Land hat nicht mehr viel Zeit. Also der Niedergang und die katastrophalen Entscheidungen, die uns massiv beeinflussen, das wird ja immer krasser, immer schlimmer. Und wir müssen das Ruder rumreißen. Und die Alternative für Deutschland ist wirklich die letzte Chance für dieses Land. Da bin ich fest von überzeugt. Und wir wollen weiter in einem toleranten, freien, demokratischen Land leben. Und dafür steht die Alternative für Deutschland.
Vielen Dank, Guido. Bitte, danke.